Mit der aufblühenden Reichshauptstadt Berlin wuchs Rixdorf schnell empor. In den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war Rixdorf bereits das größte Dorf der Monarchie, in dem sich ländliche und städtische Bauweisen und Lebenshaltung eigenartig verquickten. In ein neues wirtschaftliches Stadium trat Rixdorf an der Wende des Jahrhunderts mit der Stadtwerdung ein. In kürzester Zeit mussten auf allen Gebieten neue Einrichtungen geschaffen werden, um den wachsenden Anforderungen der modernen Großstadt zu entsprechen. Als Rixdorf im Jahre 1912 seinen Namen in Neukölln ändern durfte, lebten in seinen Grenzen 235.000 Menschen. Wenn wir den Sprung in die Gegenwart machen, dann ist Neukölln der größte aller Verwaltungsbezirke von Berlin mit über 300.000 Einwohnern und den Ortsteilen Britz, Buckow und Rudow. Erwähnen wir noch ein kommunalpolitisches Kuriosum in Rixdorf. Bis 1874 gab es zwei Dörfer Rixdorf, Deutsch-Rixdorf und Böhmisch-Rixdorf. Und dies seit dem Jahre 1737, als böhmische Protestanten hier angesiedelt wurden. Jedes Dorf besaß seinen Schulzen und seinen Schöffen, die, so wird berichtet, selten in Eintracht miteinander auskamen. Konfliktstoff boten immer wieder die Besteuerung und die Heranziehung zu Kommunallasten sowie der Straßenbau. Der Vereinigung beider Dörfer setzten aber die Böhmen einigen Widerstand entgegen, sodass der Kaiser das letzte Wort sprechen musste. Ab 1874 gibt es nur ein Rixdorf. Die Bevölkerungsexplosion in Berlin, die seit dem ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts auch Rixdorf in seiner dörflichen Beschaulichkeit veränderte, hatte ihren Ursprung in der technischen Entwicklung von der Hand zur Maschinenarbeit. Am Beginn dieser technischen Revolution stand die Dampfmaschine. Aus kleinen Handwerksbetrieben entwickelte sich die Industrie. Diese suchte sich ihre Standorte dort, wo das Bauland billig war. Auch in Rixdorf gab es solche Möglichkeiten. Und wo Betriebe sich ansiedelten, dahin zog es auch die Arbeitskräfte, denn der öffentliche Nahverkehr entstand erst im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Es entstand in Preußen eine Wanderbewegung vom Lande in die Großstadt Berlin. Diese hatte aber eine höchst unerfreuliche Folge. Es gab für die vielen Zuwanderer keinen ausreichenden Wohnraum. So entstanden jene Verhältnisse, die als Wohnhöhlen bezeichnet wurden. Das Hausen in Kellerlöchern, die oft genug die Bezeichnung Wohnungen überhaupt nicht verdienten. Und es gab als weitere Folge die Bau- und Bodenspekulation. Auf engstem Raum wurden fünfgeschossige Mietskasernen mit Quergebäuden und sogenannten Gartenhäusern errichtet, die von den Kellern bis hoch zum Boden vermietet wurden. Die Bauordnung erlaubte damals Höfe, die diesen Namen nicht verdienten. Gerade groß genug, um der Feuerwehr das Wenden des Wagens zu gestatten. Wo Licht und Luft in den Wohnquartieren fehlten, weder Baum noch Strauch gedeihen konnten, die Kinder zum Spielen auf die Straße angewiesen waren, mussten sich zwangsläufig Krankheiten einstellen, die dann jahrzehntelang als Arme-Leute-Krankheiten bekannt waren. Dazu gehört die heute weitgehend überwundene Tuberkulose, die wie eine Seuche dort auftrat, wo Menschen auf engstem Raum unter gesundheitsschädlichen Bedingungen leben mussten. Dazu gehört ebenfalls die Rachitis, die vorwiegend junge Menschen befiel und die als englische Krankheit bezeichnet wurde. Sie war eine Mangelkrankheit. Dazu gehörten aber auch rheumatische Erkrankungen, die zu vorzeitiger Invalidität führten. Das war also die Situation um die Jahrhundertwende auch in Rixdorf.
Überfüllte Wohnquartiere und eine Bauspekulation, aber keinerlei staatliche Wohnungspolitik. Die so oft zitierte private Initiative auf diesem Gebiet brachte gute Profite. Der Mangel an Wohnungen zwang die Familien, das zu nehmen, was gerade an Wohnraum und sei der noch so schlecht zu haben war. Jene Wohnkasernen sind in den letzten Jahren insbesondere in den Sanierungsgebieten abgerissen worden. Nur die Älteren werden sich noch an manches Haus in Neukölln erinnern, dessen Toiletten sich auf dem Hof befanden, dessen Keller bewohnt waren und in die kein Sonnenstrahl eindringen konnte. Die gesundheitlichen Auswirkungen der geschilderten Wohnverhältnisse waren nicht zu übersehen. Bekannt ist Heinrich Zilles Zitat von den Wohnungen, mit denen man Menschen ebenso erschlagen könne wie mit der Axt. In Rixdorf hatten wir solche Verhältnisse auch, ebenso in anderen Teilen Berlins oder anderen Großstädten. Es dauerte nicht mehr lange, bis auch im damaligen Rixdorf weiterblickende Männer die Initiative ergriffen. In unserem besonderen Falle war es die Leitung der Allgemeinen Ortskrankenkasse. Dort hatte man klar erkannt, welche Zusammenhänge zwischen der Wohnung und der Gesundheit der Bevölkerung bestanden. Bei der Krankenkasse schlugen sich solche Erkenntnisse in nüchternen Zahlen nieder. In den Leistungen, die die Kasse aufbringen musste, um die in den schlechten Quartieren lebenden Kranken zu versorgen. Von da aus war es kein weiter Weg bis zur Überlegung, dass man versuchen sollte, ein Beispiel zu geben. Wohnungen zu schaffen, die den Arbeitern ein gesundes und dabei auch erschwingliches Wohnen erlauben. Diese Vorstellung schien der Verwirklichung nahe zu kommen, als die Krankenkasse zwischen der Fulda und der Weichselstraße ein Grundstück kaufte. Hier wollte sie ihr Verwaltungsgebäude und rund 200 mustergültige Kleinwohnungen erbauen. Sie wollte damit ein Beispiel für alle Bauherren setzen. Aber das wurde ihr verwehrt. Der Rixdorfer Magistratsdezernent Dr. Glücksmann war dagegen, obwohl das Vorhaben von den maßgebenden Instituten der Arbeiterversicherungsgesetzgebung als lobenswert bezeichnet wurde. Der Krankenkasse drohten Verluste, wenn es nicht gelang, das Grundstück wie gefordert wieder zu verkaufen. In ihrer Not wandte sich die Leitung der Kasse an den Unterstaatssekretär im preußischen Gewerbeministerium. Der gab einen Rat, dem die Baugenossenschaft ihre Gründung verdankt. Den für den Wohnungsbau benötigten Teil des Grundstücks einer zu gründenden Genossenschaft zu veräußern. Das geschah dann auch. Am Abend des 9. April 1907 trafen sich 26 Männer, vorwiegend Mitarbeiter der Ortskrankenkasse Rixdorf, und nach langen Aussprachen wurde gegen Mitternacht von den verbleibenden 22 Männern die Rixdorfer Baugenossenschaft Ideal gegründet. Der Name Ideal erschien den Gründern angemessen, denn was sie vorhatten, war gemessen an den auch in Rixdorf vorhandenen Arbeiterwohnungen in der Tat ideal. Die Wohnungen in der Fuldastraße enthielten bereits eine Zentralheizung und eine Warmwasserlieferung. Überall sollten Bäder eingerichtet werden. Die Idealpassage. Der Name für den ersten Bauteil, der in den Jahren 1907 bis 1908 in der Fuldastraße errichtet wurde, hat sich bis auf den heutigen Tag erhalten. Der Stolz über die Leistung der jungen Genossenschaft. Die ersten Mitglieder waren Geschäftsleitung und Mitarbeiter der Krankenkasse, Ärzte, Apotheker und Handwerker. Noch ein Wort zur gärtnerischen Anlage, zum Verständnis für die Vorstellungen des Architekten. Er hat die gestaltende Idee der Oper Freischütz entnommen.
Kaum waren 1908 die ersten Wohnungen in der Fuldastraße bezogen, gingen die Bauarbeiten in der parallel verlaufenden Weichselstraße weiter. Die ersten 121 Wohnungen dieses Teils wurden 1908 und 1909 bezogen. In dieser Zeit konnten bereits weitere Grundstücke in der Marischstraße 14 und 15 sowie Brusendorfer Straße 2 bis 5 erworben werden. In der Brusendorfer Straße wurde schon im Sommer 1909 begonnen, 114 Wohnungen zu errichten. Sie wurden 1910 bezogen. Weitere 84 Wohnungen, 5 Läden und ein Restaurant folgten im Oktober des gleichen Jahres in der Marischstraße. Britz, das war um 1910 ein ruhiges, altes märkisches Bauerndorf, eine Meile von Berlin entfernt, das gerade 20 Jahre zuvor, 1891, seine erste Straßenbahnverbindung mit dem Hermannplatz erhalten hatte. Wie so viele Dörfer der Mark Brandenburg wurde es zum ersten Mal 1375 urkundlich erwähnt, obwohl es sicherlich viel älter ist. Aber 1375 schickte Kaiser Karl IV. Einen Landreiter von Dorf zu Dorf, um eine Bestandsaufnahme seiner neuesten Erbschaft vorzunehmen. Dieses Landbuch enthielt den Namen des Orts, seine Größe in Hufen, den Hinweis auf die Kirche und ihre Privilegien, den Namen des Gutsbesitzers und dessen Rechte, sowie die Anzahl der Bauern und Kossäten. Es war wiederum ein Britzer, der dieses Landbuch im 18. Jahrhundert der Öffentlichkeit zugänglich machte. Graf Ewald Friedrich von Herzberg, Gutsherr auf Britz und Außenminister Friedrich II. Britz hat aber auch in der neueren Zeit durch Funde auf sich aufmerksam gemacht. So hat man schon vor vielen Jahrzehnten am Buschkrug bei Schürfungen an der Kiesgrube Mammutknochen gefunden. In der Nähe Tonkrüge, Skelettteile eines jungen Mädchens und bei Gründungsarbeiten für die Britzer Großsiedlung Begräbnisstätten, die zeigen, dass seit der Bronzezeit hier menschliche Ansiedlungen am Rande des Urstromtals der Spree bestanden haben. Wie ruhig es sich in Britz leben ließ, mag die Zahl seiner Einwohner darlegen. Um 1800 waren es nicht mehr als 267. Ein halbes Jahrhundert später waren es um 1000 und 1900 stieg die Zahl der Einwohner auf 8500. Die Genossenschaft hatte inzwischen über 400 Wohnungen in Rixdorf gebaut, als sie im Juli 1911 das an der Hannemann- und Franz-Körner-Straße in Britz gelegene Grundstück einer ausgebeuteten Kiesgrube zu sehr günstigen Bedingungen kaufen konnte. Das Gelände gehörte der Firma von Franz Körner. Es war rund 50.000 Quadratmeter groß und kostete je Quadratmeter 21 Mark. Die Außenbebauung sollte mit Geschosshäusern erfolgen. Innen sollten Reihen Einfamilienhäuser entstehen. Im Mai 1912 standen die ersten 90 Wohnungen im Rohbau. Im September des gleichen Jahres waren sie bezugsfertig. Und jeweils ein halbes Jahr später wurden weitere Gruppen fertiggestellt. Für Berlin war dieses Bauvorhaben eine echte Sensation. Das Los entschied. Im Kreis der Genossenschaftsmitglieder gab es mehr Interessenten als zur Verfügung stehende Wohnungen. Vor allem solche im Einfamilienhaus mit einem Gärtchen, mit Veranda, Kinderzimmer und Bad. Diese Ausstattung war für jene Zeit beinahe luxuriös, musste geradezu märchenhaft erscheinen. War es da ein Wunder, dass sich für die insgesamt geplanten 520 Wohnungen 1200 Bewerber meldeten? Die Wohnungen wurden deshalb verlost. Die Verlosung selbst war öffentlich. Ein faires Verfahren, an dem jedes Mitglied teilnehmen konnte.
Was gab es schon vor 80 Jahren für Aktivitäten in dieser jungen Genossenschaft? Da sind nicht nur die Spielplätze für die Kinder, an die man bereits in den ältesten Bauteilen dachte. Da sind nicht nur die kleinen Feste und Feiern in der Gemeinschaft. Da organisierte man auch den gemeinsamen Einkauf von Kohlen und Kartoffeln, von Saatgut für die kleineren Gärten und von anderen Dingen. Durch Preisnachlässe im Großeinkauf bot man allen Mitgliedern die Möglichkeit, preiswert zu kaufen. So kosteten 1000 Braunkohlebriketts, damals einschließlich Lieferung 8,10 Mark. Noch etwas Ungewöhnliches im Arbeiterwohnungsbau. Die Siedlung in Britz war auf elektrische Beleuchtung eingerichtet, während für das Kochen Gasherde vorgesehen waren. Für die Beleuchtung wurde damals lediglich eine Pauschale von 2 Mark monatlich erhoben. Dafür durfte aber ein bestimmter Verbrauch nicht überschritten werden. Kleinkarierte Kreispolitik von 1912. Britz war damals noch ein selbstständiges Dorf im Kreis Teltow. Die Genossenschaft hatte aber mit dem Elektrizitätswerk in Neukölln einen 10-Jahres-Vertrag über die Lieferung von Strom abgeschlossen. Offenbar gefiel das dem Landrat des Kreises Teltow nicht. Er untersagte eine Kabelführung unter der Teltow-Kanalbrücke zur Britzer Siedlung und so saßen die gerade eingezogenen Bewohner ohne Licht da. Die Genossenschaft wusste sich zu helfen. Sie beschaffte eine Lokomobile und eine Dynamomaschine und sorgte für selbsterzeugten Strom. Aber als dann Weihnachten 1912 der Treibriemen der Lokomobile riss, war die Siedlung dunkel, bis am nächsten Tage der Schaden repariert werden konnte. Die Siedlung Britz war noch nicht fertiggestellt. Von den mehr als 500 geplanten Wohnungen waren bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges von 1914 gerade 177 bezogen. Das Unglück dieses vom Zaune gebrochenen Krieges von 1914 bis 1918 erschütterte nicht nur Deutschland. Viele Länder Europas wurden vom Krieg und seinen Verwüstungen überzogen. Millionen Tote und Verwundete waren die Folge. Die Wirtschaft war ruiniert und am Kriegsende war auch die Hohenzollernmonarchie in Deutschland von den Ereignissen hinweggefegt. Verständlich, dass die Bautätigkeit in den Kriegsjahren weitgehend ruhte, denn die Männer waren eingezogen. Nicht immer konnten die Frauen, deren Männer Soldaten waren oder die als Witwen allein zurückblieben, ihre Verpflichtungen erfüllen. Nach dem Krieg folgten schwere Jahre für die junge Deutsche Republik. Eine Inflation, wie man sie bisher überhaupt noch nicht gekannt hatte. Auf ihrem Höhepunkt im Spätherbst 1923 entschloss sich die Reichsregierung zu einer Währungsreform auf Grundlage der Rentenmark. Eine Billion Reichsmark war gleich einer Rentenmark. Erst nach der Einführung der Rentenmark konnten neue Baupläne entwickelt und verwirklicht werden. In Britz gab es noch unbebautes Gelände zwischen der Rungius- und Hippelstraße von 19.000 Quadratmeter. Es war 1928 gekauft worden. In 3 Bauabschnitten entstanden hier bis 1930 rund 330 Wohnungen. Alle mit Bad und Balkon, im Erdgeschoss mit Mietergärten. Auch weitere 10 Einfamilienhäuser in der Franz-Körner-Straße 43 bis 61 gehörten in dieses Vorhaben, das von der GEHAG betreut wurde. An deren Gründung 1925 war auch die Baugenossenschaft Ideal beteiligt. Architekt dieses Bauteils war der Baurat Bruno Taut. Seine Entwürfe sind von einer Klarheit, die heute noch ein halbes Jahrhundert später auffällt. Thank you.
Die Stadt Berlin war in jenen Jahren steigender Arbeitslosigkeit in eine finanzielle Notlage geraten. Das führte zu einer Verzögerung bei der Auszahlung von gewährten Hauszinssteuerhypotheken und schließlich auch zu einer Verzögerung bei der Bauabwicklung. In der Zeit von 1931 bis 1933 entstanden 54 Kleinwohnungen in der Franz-Körner-Straße 66 bis 70 und in der Rungius-Straße 69 bis 73. Die wirtschaftliche Situation in Deutschland war sehr schlecht. Politische Veränderungen kündigten sich an. Das sogenannte Dritte Reich der Nationalsozialisten war zwar noch keine Tatsache, als 1932 das 25-jährige Bestehen der Baugenossenschaft gefeiert wurde. »1932 gelang es dem Vorstand, in Britz ein kurz vor der Zwangsversteigerung stehendes Grundstück zwischen der Buschkrugallee, Franz-Körner- und Rungius-Straße zu erwerben. Hier wurden 1935 bis 1936 210 Wohnungen errichtet. Die Wohnungsgrößen lassen ebenso wie das sogenannte deutsche Spitzdach erkennen, dass sich der Baustil und die Ausführung der politischen Richtung unterzuordnen hatten.« die seit 1933 ein tausendjähriges Reich in Deutschland proklamiert hatte. Dienstag, 1. Mai 1945. An diesem Tage begeht der Gauleiter von Groß-Berlin, Josef Goebbels, Selbstmord. An diesem Tage ist der ehemalige KPD-Bezirkssekretär von Groß-Berlin, Walter Ulbricht, wieder in der Reichshauptstadt. Und an diesem Abend erklärt der Großadmiral Karl Dönitz über den Sender Flensburg. Deutsche Wehrmacht, meine Kameraden, der Führer ist gefallen. Mit ihm ist einer der größten Helden deutscher Geschichte dahingegangen. In stolzer Ehrfurcht und Trauer senken wir vor ihm die Fahnen. Der Führer hat mich zu seinem Nachfolger als Staatsoberhaupt und als oberster Befehlshaber der Wehrmacht bestimmt. Eine Woche später hat die deutsche Wehrmacht bedingungslos kapituliert und der letzte Wehrmachtbericht meldet: Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Die Stunde Null, das waren die Tage nach der totalen Kapitulation der deutschen Streitkräfte im Mai 1945. Deutschland in seinen alten Grenzen gab es nicht mehr. Die Siegermächte hatten entschieden, dass es Zonen gäbe,
dass Berlin eine viergeteilte Stadt sei, in deren Sektoren die jeweilige Besatzungsmacht das Sagen hatte. Die deutsche Währung war ruiniert. Allein den zu West-Berlin gehörenden 12 Verwaltungsbezirken waren 300.000 Wohnungen total zerstört, 300.000 weitere schwer bis mittelschwer beschädigt und nur ein Drittel der vor dem Krieg in diesen Bezirken vorhandenen 900.000 Wohnungen hatte jene Zeit mit geringeren Schäden überstanden. Ganz ohne Schäden war kaum ein Haus geblieben, und wenn es die Fensterscheiben waren. Auch die Wohnungen der Baugenossenschaft hatten Schäden erlitten. Mehr als 100 waren total zerstört und nur noch ein Trümmerhaufen. Mehrere hundert hatten schwere Schäden erlitten, deren Beseitigung noch Jahre in Anspruch nahm. Noch Jahrzehnte nach dem Ende des Krieges sind in Deutschland die Trümmerfrauen gelobt worden, die in den ersten Jahren nach dem Zusammenbruch die Trümmerberge auf den Straßen und von den Grundstücken beseitigt hatten. Sie schufen bei karger Lebensmittelkartenversorgung in harter körperlicher Arbeit die Voraussetzungen für den Wiederaufbau. Schon im Herbst 1945 haben aus dem Krieg heimgekehrte Bewohner Trümmer aus den zerstörten Häusern beseitigt. Millionen Mauersteine wurden auf diese Weise für den Wiederaufbau gewonnen, denn Baumaterial war für die nun nahezu wertlos gewordene Reichsmark kaum noch zu haben. Es war fast wie in der Inflation von 1922-1923. Der Tauschhandel blühte. Nur wer etwas bieten konnte, erhielt auch etwas dafür. Es galt zu improvisieren. Die Berliner mussten weit über Land fahren, wenn sie Baumaterial finden wollten. So wurden Dächer notdürftig mit Blech- und Zementplatten gedeckt. Glas wurde in jenen Jahren zugeteilt. Der Schwarzmarkt war ein Stichwort, das damals jeder verstand. Die Folge solcher Mängel war die Zunahme von Diebstählen, auch in der Baugenossenschaft. Was nicht nied- und nagelfest war, wurde oft genug bei Nacht und Nebel demontiert. In Britz zogen die Bewohner die Konsequenz aus dieser Unsicherheit. Sie zogen nach Einbruch der Dunkelheit auf Nachtwache, um das Eigentum zu schützen. So wurde auch die schlimmste Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs überstanden. Im Vordergrund der Aktivitäten der nun folgenden Jahre stand die Instandsetzung der beschädigten Wohnungen, die erst nach der Währungsreform vom 24. Juni 1948 mit Nachdruck weitergehen konnte. Es gab inzwischen alles, was zum Wiederaufbau nötig war: Nägel und Schrauben, Ziegel und Steine, Zement und Baustahl. Lediglich die Blockade Berlins im Juni 1948, vom Zaun gebrochen von der damaligen Sowjetzone mit Billigung der Sowjets, mit der scheinheiligen Begründung, der Schienenweg von Helmstedt nach Berlin sei defekt, störte den zügigen Verlauf der Instandsetzung. Zeitweise erhielten die Haushalte in jenem Blockadejahr 1948-49 nur 2 Stunden Strom am Tag. Auch die Lebensmittelversorgung war eingeschränkt. Es ist hier nicht der Platz, den Durchhaltewillen der Berliner ausführlicher zu würdigen. Zitieren wir lediglich einen Satz, den der damalige Bürgermeister vor dem Reichstag im September 1948 ausrief. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien,
schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Wir haben unsere Pflicht getan und wir werden unsere Pflicht weiter tun. Völker der Welt, tut auch ihr eure Pflicht und helft uns in der Zeit, die vor uns steht, nicht nur mit dem Dröhnen eurer Flugzeuge, nicht nur mit den Transportmöglichkeiten, die ihr hierher schafft, sondern mit dem standhaften, unzerstörbaren Einstehen für die gemeinsamen Ideale, die allein unsere Zukunft und die auch allein eure Zukunft sichern kann. Auf die Luftbrücke der Alliierten angewiesen, war die Baugenossenschaft immer noch mit der Beseitigung der Kriegsschäden an ihrem Wohnungsbestand beschäftigt. Noch im Jahr 1956 wird berichtet, dass 56% der Sollmieten für die Beseitigung der Kriegsschäden aufgewendet werden mussten. Dass dennoch der Mut auch zum Weiterbauen ungebrochen war, sei hier besonders herausgestellt. Dieser Mut hing ohne Zweifel auch mit der dringenden Wohnungsnot zusammen. Als 1954 das kriegszerstörte Haus Hippelstraße 25 in Britz wieder aufgebaut wurde, plante man schon bei der Projektierung neue Geschäftsräume für die Verwaltung mit ein. So konnte ein Provisorium beendet werden, das seit 1936 bestanden hatte. Seit dieser Zeit befand sich die Verwaltung in einer Baracke in der Hannemannstraße 64 in Britz. Nach dem Ende des Krieges war, so berichtete eine Jubiläumszeitschrift, von den Siegheilorganen der Genossenschaft niemand mehr da. Vorstand und Aufsichtsrat bestanden ohnehin nur aus je 3 eingesetzten Personen. Erst 1946 konnten die Mitglieder ihre Organe frei wählen. Die Pläne für den ersten Neubau in Mariendorf waren bereits von den Organen der Genossenschaft verabschiedet, als man auch daran gehen konnte, das 50-jährige Bestehen zu feiern. Das geschah in einem der großen Säle in Neukölln mit einer Würdigung durch den damaligen Bausenator Rolf Schwedler, den Bürgermeister von Neukölln Gerhard Lasson sowie den Vorstand. Ein Jahrzehnt später, 1959, konnte die Genossenschaft am Komoranweg in Buko ein rund 46.000 Quadratmeter großes Gelände kaufen, das bis dahin als Gärtnerei genutzt wurde. Hier entstanden 424 Wohnungen. Ein großes Vorhaben für die Genossenschaft. In dieser Zeit konnte man auch eine Baulücke in der Marischstraße schließen und hier 12 Wohnungen errichten. Von nun an verging kein Jahr ohne Bautätigkeit.
Schon Mitte der 50er Jahre, lange bevor Professor Walter Gropius den Auftrag einer städtebaulichen Planung für ein teils landwirtschaftlich, teils gärtnerisch genutztes Gelände am Wildmeisterdamm erhielt, entwickelte man Pläne für die Bebauung. Es musste davon Abstand genommen werden, weil Bezirk und Senat vorübergehend die Absicht hatten, hier ein Zweigwerk des VW-Werks anzusiedeln. Diese Absicht zerschlug sich, da die damals zur Verfügung stehenden mehr als 600.000 Quadratmeter Fläche nicht ausreichend erschienen. ...1959 erhielt Walter Gropius dann von der GEHAG den Auftrag, seine Vorstellungen planerisch zu fixieren. Ziele der Planung waren eine ausgeglichene Gemeinde, welche die mannigfaltigen Elemente des herkömmlichen Städtebaus sowie Schulen, Parkanlagen, Wohnstätten, Erholungsflächen und Geschäfte in sich verbindet. Ideal konnte 1964 von der Stadt Berlin ein rund 52.000 Quadratmeter großes Gelände erwerben. Walter Gropius hatte in seiner Planung vorgesehen, unmittelbar am Vogelschutzwäldchen ein zunächst 25-geschossiges Gebäude zu errichten. Es sollte eine Dominante der ganzen Siedlung werden. Letztendlich erhielt das Haus 31 Geschosse. Bis auf den heutigen Tag ist das Gropius-Bauwerk mit seinen 228 Wohnungen und 4 Ladengeschäften Berlins höchstes Wohnhaus geblieben. Die Bauzeit dauerte fast 3 Jahre. Im Juni 1969 wurde das Haus fertiggestellt, mit einer Gesamtwohnfläche von 16.118 Quadratmetern und einem umbauten Raum von 74.100 Quadratmetern. Im obersten Geschoss war von Anfang an ein Gemeinschaftsraum für Feiern vorgesehen. Ferner konnten hoch über den Dächern der Gropiusstadt 2 Gästewohnungen für Besucher eingerichtet werden. Alle Wohnungen sind mit Einbauküchen ausgestattet. Die Versorgung mit Heizung und Warmwasser erfolgt durch ein Kraftwerk, das die BEWAG in der Nähe am Teltowkanal gebaut hat und das die gesamte Gropiusstadt mit ihren 16.500 Wohnungen versorgt. Diese Stadt in der Stadt ist also umweltfreundlich, denn auf keinem Gebäude raucht ein Schornstein. Während der Bauzeit der Gropiusstadt hat Walter Gropius regen Anteil am Fortgang der Bauarbeiten genommen. So oft er sich in Berlin aufhielt, kam er auf die Baustelle und kletterte trotz seiner mehr als 80 Jahre noch bis auf die höchsten Bauteile. Leider hat er die Fertigstellung des Hochhauses 1969 nicht mehr miterlebt. Er starb in Boston, USA, an den Folgen einer Operation. Hohe Gäste im Hohen Haus. Bundespräsident Gustav Heinemann bei seinem Berlin-Besuch. Er trug sich am 19. Juli 1969 in das Gästebuch der Baugenossenschaft ein. Links neben ihm der Neuköllner Bezirksbürgermeister Gerhard Lasson.
Schon in den 60er Jahren berieten Vorstand und Aufsichtsrat über den Bau von Seniorenwohnungen. Auf einem 7500 Quadratmeter großen Gelände an der Druckkehre in Rudow entstand 1970 als erstes das Haus Brandenburg mit 119 eigens für Senioren vorgesehenen Ein- und Zweibettwohnungen mit Aufzug, Einbauküchen, Balkon, Bad und Schlafnische. Im Erdgeschoss erhielt das Gebäude einen Feierraum für die Bewohner. 1976/77 entstanden in Rudow zwei weitere Seniorenhäuser, darunter das Haus Harz in der Neuköllner Straße. Unweit dieser Anlagen konnte auch in Alt-Rudow 8 ein weiteres Haus mit der gleichen Zweckbestimmung gebaut werden. Geplant war der sogenannte Wohnpark Britz mit insgesamt 400 Wohnungen. Allerdings entstanden hier nur ein großes Ärztehaus, ein großer Selbstbedienungsladen und der Polizeiabschnitt 56. Die Genossenschaft entschloss sich, große Teile des Grundstücks zu verkaufen und war froh, als Partner die Berliner behinderten Kinder gefunden zu haben. Denn das Projekt Mehrgenerationenwohnen und die Integration von Behinderten kam den genossenschaftlichen Ideen am nächsten. Auf dem der Genossenschaft verbliebenen Grundstück entstanden 45 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau. Drei Wohnungen sind für die speziellen Anforderungen von Rollstuhlbenutzern ausgestattet. Gleichzeitig wurden 12 Mietergärten angelegt. Das neueste Bauvorhaben entsteht in Rudow in der Groß-Ziedner Chaussee-Ecke Lößnitzer Weg. Auf zwei Grundstücken, insgesamt 12.500 Quadratmeter groß, entstehen 89 Wohnungen im ersten Förderungsweg des sozialen Wohnungsbaus. Von den Zweizimmerwohnungen sind 4 behindertengerecht. Die Wohnungen verteilen sich auf 18 Gebäude, alle Erdgeschosswohnungen haben einen Mietergarten. Die ersten Wohnungen werden im November 1993 bezogen. Der zweite Bauabschnitt soll im Frühjahr 1994 fertiggestellt sein. Die Bautätigkeit der Wohnungsbaugenossenschaft beschränkte sich nicht nur auf den Bezirk Neukölln. Sie war auch bezirksübergreifend, wie zum Beispiel in Marienfelde. Die 60er Jahre waren eine Zeit besonders intensiver Bautätigkeit. Kaum war der Bauteil Buckow bezogen, konnten in der Hildburghauser Straße in Marienfelde 17.000 Quadratmeter bisher landwirtschaftlich genutztes Gelände erworben werden. In mehreren Baublöcken entstanden in den Jahren 1962 bis 1963 135 gut geschnittene Wohnungen. Die Bauarbeiten in der Gropiusstadt waren noch nicht abgeschlossen. Da konnte in Lichtenrade an der Aschaffenburger Straße ein Grundstück erworben werden. Auf 37.500 Quadratmetern wurden in den Jahren 1972 bis 1975 insgesamt 614 Wohnungen in mehreren 12- bis 15-geschossigen Gebäuden gebaut. Architekt war hier wie auch in den Bauteilen Buckow und Marienfelde sowie in der Gropiusstadt Heinz Fierich, dessen Entwürfe mit der betonten Farbgebung ansprechend und bewegt ausgefallen sind.
Ein eigenes Heizwerk versorgt die Wohnungen mit Wärme und Warmwasser. Eine Zentralwaschküche bietet den Bewohnern die Möglichkeit, in kürzestmöglicher Zeit ihre Wäsche zu waschen, zu trocknen und zu bügeln. Ein Kinderzimmer und zwei Gästewohnungen vervollständigen das Angebot, zudem neben Spielplätzen auch ein Garagenhaus mit mehr als 250 Einstellplätzen gehört. Am 9. April 1992 feierte die Baugenossenschaft Ideal ihr 85-jähriges Bestehen. Das war zwar kein klassisches Jubiläum, aber ein guter Anlass, über die ungewöhnlichen Umstände dieser Gründung und der weiteren Entwicklung eingehender zu berichten. 85 Jahre Ideal, das war eine erfolgreiche Zeit für die Baugenossenschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg besaß die Baugenossenschaft ganze 1400 Wohnungen. Heute sind es genau 4000. Inzwischen gibt es 7500 Mitglieder und Ideal ist bemüht, weitere Wohnungen zu bauen. Der Zustrom ist aber so groß geworden, dass der Vorstand eine vorübergehende Aufnahmesperre einführen musste. Die Genossenschaft will glaubwürdig bleiben.